herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Mod-Vorstellung. Ich zeige euch den Krone-Trailer. Hier ist er schon rechts im Bild. Mit dem neuen Trailer-Kabel mit Erweiterung. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Einzige, was ist, der glänzt mir ein bisschen zu stark, da müsste vielleicht der Alpha-Channel mal abgeändert werden, aber sonst an sich. Hier kann man schön erkennen. Funktioniert soweit ganz gut. Jetzt drehen wir erstmal hier die Kurve, dass wir erstmal rauskommen. So, dann schauen wir uns mal die Lampen an. Rücklicht, Bremse, Blinker und das normale Licht. Klappt soweit alles ganz gut. Oben auch hier diese kleinen Lichter. Begrenzungslampen funktionieren auch an der Seite. Genauso. Sieht doch schon mal hübsch aus. Dann fahren wir hier. Uiuiuiui, das war aber knapp. Holla die Waldfee. So, erst der Kuchen, dann die Krümel. Fahren wir hier mal raus. Schauen wir mal, ob er eine Liftachse hat. Nein, eine Liftachse hat er nicht. Aber zumindest funktioniert dieses Trailer-Kabel-Ding. Und da läuft soweit ganz gut. Sieht auch eigentlich ganz gut aus. Also wie schon gesagt, Krone Kühlauflieger mit in Verbindung mit dem neuen Trailer-Kabel mit Erweiterung. Funktioniert soweit auf der neuen Version 1.3.1. Liftachse hat da keine. Lampen funktionieren alle. Und es ist ein Template in der Datei hinterlegt. Also könnt ihr dann dementsprechend auch skinnen, wenn ihr wollt. Und der Alpha-Channel wird vielleicht noch abgeändert, weil das er nicht zu stark glänzt, wie ihr sehen kann. Reflektiert das alles ein bisschen zu stark. Und das kann man mit dem Alpha-Channel dann wegmachen. Dann glänzt er nicht mehr so. Ansonsten sehr schicker Trailer. Sieht auch soweit ganz schick aus. Genau, das war es eigentlich auch schon. Dann werden es immer mehr Trailer für die neue Version mit dem Trailerkabel. Ich werde es in der Beschreibung mal mit reinschreiben, damit ihr gleich Bescheid wisst, dass das kompatibel ist. Und falls ihr da mehr Trailer sucht, geht einfach mal auf meine Playlist unter Trailer und dann findet ihr da dementsprechend für die neue Version schon mehrere, ne? Dass ihr darüber Bescheid wisst. Und wenn das neue SCS Trailer Patch Pack rauskommt, dann werde ich euch da natürlich auch informieren. So, dann war es auch schon von mir. Lasst einen Daumen da für den Trailer und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. In diesem Sinne, schönes Wochenende, macht's gut, bis bald und ciao.